Hallo und willkommen zu einem neuen Part Animal Crossing New Leaf. Und ich wollte eigentlich gerade Weltenbummler aufnehmen, aber als ich aus der Tür rauskam, hat mich Melilla jetzt angesprochen. Ich dachte, vielleicht kommt jetzt irgendwas Besonderes, weil ich glaube, wir haben unser einjähriges Jubiläum oder zweijähriges. Ich weiß gar nicht, seit wann die Stadt existiert. Und das wollte ich dann einfach mitnehmen, diese Aufnahme. Und deswegen mache ich jetzt einfach ein Let's Play anstatt ein Weltenbummler. Aber ich denke mal, der Weltenbummler wird noch vor dem Let's Play erscheinen. Also heute ist der zweite und ich denke mal, der Weltenbummler kommt heute online und dann kommt morgen Animal Crossing New Leaf. Ich kann es kaum glauben, aber am 1. Dezember bist du seit 2 Jahren unsere Bürgermeisterin, wie ich es gesagt hatte. Du hast so viel für New Leaf getan, dass ich meine Dankbarkeit ausdrücken wollte. Aber dann, naja, dann habe ich eingesehen, dass ich das alleine nicht schaffte. Daher habe ich alle eingeladen, jeden einzelnen Bewohner. Kommt schon hierher! Yay! Aber an dieser Stelle muss ich auch natürlich auch einen Dank an euch aussprechen, weil ihr eigentlich sehr viel dafür getan habt. Oh, ist ein bisschen traurig. Tom ist bei meiner Feier und nur 2 Bewohner. Bürgermeisterin Minimolli, liebe Bürger, danke, dass ihr alle heute gekommen seid. Beginnen wir nun mit der Zeremonie zu Ehren des 2-jährigen Jubiläums von Bürgermeisterin Minimolli. Da ich bereits 2 Jahre mit ihr zusammengearbeitet habe, werde ich, Melinda, die Zeremonie leiten. Süß. Also nun ja, heute vor genau 2 Jahren betrat Minimolli New Leaf und wurde unsere Bürgermeisterin. Ich erinnere mich noch genau, das Treffen am Bahnhof, das Bäumchen auf dem Festplatz. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man vorsichtig bürokratische Klippen umschifft. Okay, ich meine natürlich, wenn man Spaß hat. Und jetzt einen großen Applaus bitte für Bürgermeisterin Minimolli. Alle zusammen. Also, Bürgermeisterin Minimolli, was meinst du? Möchtest du zu diesem Anlass etwas sagen? Wählt mich wieder. Ich danke euch. Es wäre witzig, wenn es wieder Bürgermeisterwahlen geben würde. Nein, nein, wir sind doch diejenigen, die dir dankbar sind. Aber wenn dich diese Zeremonie glücklich gemacht hat, nun dann sind wir es auch. So, dann ist es jetzt Zeit für die Übergabe der zeremoniellen Geschenke. Ohne weitere Worte zu verlieren, Bürgermeisterin Minimolli. Hier ist dein Geschenk. Bitte nimm dies als eine kleine Geste unserer Wertschätzung entgegen. Dankeschön. So, alle mal herhören. Jetzt ist die Zeit gekommen, es zu präsentieren. Ihr wisst schon, was ich meine. Und nun, für Bürgermeisterin Minimolli auf, dass New Leaf weiter floriert. Und hoch damit. Ich kann es immer noch nicht glauben. Schon 2 Jahre, seitdem du dein Amt angetreten hast. Das bedeutet 2 Jahre Let's Play. Das ist schon krass, dass es 2 Jahre her ist. Es kommt mir gar nicht so vor. Eigentlich kommt es mir so vor, als hätte ich gestern damit gestartet. Und wieder was vom Postamt bekommen. So, dann wollen wir mal schauen, was wir heute hier machen. Ja, ich wollte eventuell sagen, zu der Challenge, damit es die Leute nicht falsch verstehen, ich glaube nicht, dass ich jeden Tag ein Animal Crossing Video mache, weil die Leute schaffen es nicht, alle, die meisten Leute schaffen es nicht, an einem Tag das Video zu schauen und dann hat es so wenig Views und wenn ich dann direkt das nächste Video raushaue, ist es, glaube ich, ein bisschen überfordernd für die Leute, die es nicht so regelmäßig schauen. Deswegen warte ich immer so ein paar Tage, bis ein Video 1000 Views so ungefähr hat. Dann weiß ich, dass die meisten Leute das gesehen haben und dann mache ich das nächste Video. Aber ich werde halt trotzdem Ups. Ah, hier ist jemand ausgezogen. Ich werde halt trotzdem jeden Tag ein Video hochladen, aber nicht jeden Tag ein Animal Crossing Video. Nur so, damit ihr es mal versteht hier. Ich glaube, das kam missverständlich rüber in der letzten Aufnahme. Und ich weiß gerade nicht, was ich hier mache. Ich gehe jetzt erstmal einkaufen. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich gerade Weltenbummler aufnehmen. Aber dann kam mir hier Melinda entgegengestürmt. Und dann dachte ich mir, mache ich doch erst ein Let's Play und danach nehme ich den Weltenbummler auf. Auch wenn der Weltenbummler eigentlich jetzt vor diesem Let's Play rauskommt. Aber egal. Das ist ja nicht so wichtig. Was gibt es denn hier heute so Schönes? Nichts Interessantes. Dann schauen wir mal bei Fred. Ach ja, genau. Und ein paar Leute haben die Idee gehabt, dass ich immer am Wochenende oder am Advent
ein Video aus Rainbow bringe. Und ich glaube, das werde ich dann auch machen. Ich werde dann halt immer so ein Advent-Special machen und dann wird das Video aus Rainbow kommen. Weil sich das, wie gesagt, viele Leute gewünscht haben und das ist dann halt doch nicht so oft. Aber es ist halt schon ein paar Mal da, so dass jeder zufrieden sein könnte. Eigentlich. Und ich versuche auch wieder auf eure Kommentare zu antworten. Das mache ich jetzt gleich auch noch. Ich nehme mir dann immer ein bisschen Zeit und antworte die Kommentare und lese mir das durch. Und... Hier, das müssen wir ja kaufen, die Weihnachtsmann-Sachen. Wir können es auch schon mal weihnachtlich anziehen eigentlich. Achso, und das Geschenk auspacken müssen wir auch noch. Setzling-Uhr, aber ich glaube, die haben wir doch schon... Kriegt man die einfach nochmal geschenkt? Ich glaube, wir hatten nämlich schon letztes Jahr... haben wir die Uhr bekommen. Hier ist nichts für uns dabei. In Animal Crossing Pocket Camp habe ich mich auch schon wieder Weihnachtsmann angezogen. Meine ID werde ich, ich denke mal, im nächsten Video sharen. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr es spielt und welches Level ihr seid. Ich bin momentan Level 28, glaube ich. Und hier sind die Weihnachtsmannstiefel. Die nehmen wir auch direkt mit. Und ich kann nur sagen, mir gefällt es eigentlich ganz gut so zwischendurch, aber es ist natürlich kein richtiges Animal Crossing. Aber es ist halt ein Spiel so, dass man halt zwischendurch mal spielen kann. Dann macht es auch relativ viel Spaß. Und ich finde jetzt gerade dieses Event-Special mit Weihnachten motiviert einen dann doch zu spielen, wenn man unbedingt diese Möbel haben will. Und ich glaube, ich habe jetzt alles bis auf 5-4 Möbel von Weihnachts-Special, also die seltenere Möbel. Die habe ich jetzt noch nicht, aber die will ich machen. Oh, und wir können eigentlich... glaube ich, die Schlummeradresse aktualisieren. Aber vorher schaue ich mir nochmal kurz im Dorf um, ob ich da jetzt irgendwas noch machen kann. Und ich schaue mal, ob wir irgendeine Stadtverschönerung machen können. Aber ich glaube nicht. Aber es wäre mal wieder Zeit. Oh, no. Wieso? Genau, und meine schönen Blumen. Und meine schöne Tanne. Und mein schöner Busch hier. Kacke. Und wer ist es? Nora. Also Nora, du wirst als nächstes auch wieder ausziehen. Oh, diese Position war eigentlich, sehr ungünstig. Oh, das Geräusch nervt mich. Ich muss das erstmal machen. So. Dann schauen wir mal, ob wir was hier haben. Und ja, ich denke mal, vielleicht am Sonntag schon. Wir haben Samstag. Vielleicht lade ich morgen schon irgendwie was hoch, dass... das wollte ich nicht. Dass ein Livestream kommt. Ja, das kann gut möglich sein. Wahrscheinlich wird dieses Video nach dem Livestream sogar dann hochgeladen. Ich weiß es noch nicht. Das muss ich mir überlegen. Ach so, wir können ja noch die Feier für das Café machen. Okay, dann machen wir die mal. Die nehmen wir auch mit hier. Direkt zwei Feiern in einem Video. Liebe Bürger von New Leaf, unser neues Café ist fertiggestellt. Und das für uns alle, das ist für uns alle ein Grund zu feiern. Danke, dass ihr zu diesem Anlass hergekommen seid. Ich bin Melinda und ich werde euch heute durch die Feierlichkeiten führen. Yay. Danke, danke. Das ist sehr nett von euch. Damit die Veranstaltung sich nicht zu sehr in die Länge zieht, gehen wir gleich zum wichtigen Teil über. Zuerst wird unsere Bürgermeisterin eine knappe, aber mitreißende Rede halten. Ich übergebe das Wort also an Bürgermeisterin Minimolly. Gute Arbeit, Leute. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Wolf da rechts, aber das ist der Viviane. Ich glaube, wir haben noch nie mit ihr geredet. Genau auf den Punkt gebracht, Frau Bürgermeisterin. Du findest einfach immer die richtigen Worte. Also gut, weiter geht's. Bitte haltet jetzt alle die Knaller bereit, die wir vorhin ausgeteilt haben. Und jetzt, um die Fertigstellung des Projektes und die harte Arbeit, die dahinter steckt, angemessen zu würdigen. Achtung, fertig, boom. Süß. Damit sind die Fertigkeiten beendet. Danke für euren Einsatz und dafür, dass ihr euch die Zeit für diese kleine Feier genommen habt. Bitte. Dann, ich glaube, ich starte jetzt gerade für den Café. Dann
gehe ich doch auch... Oh, ich rede mit Viviane. Ich grüße dich, Minimolli. Ich bin es, Viviane. Erinnerst du dich an unser Zusammentreffen auf dem Wohnmobilplatz? Die schienen sehr daran gelegen, mich zum Zuzug in diese Stadt zu bewegen. Ich gab den Drängen nach. Ich bin voller Freude auf die häufigen, kurzweiligen Unterhaltungen, die wir hier nun führen können. Ja, ich freue mich auch, dass ich dich ungefähr nach 3 Monaten mal begrüßt habe. Angenehm. Vielleicht können wir hier auch arbeiten. Ah, nee, es geht noch nicht, ne? Man muss ja erstmal normal Kaffee trinken, bis man arbeiten kann. Ich nehme natürlich eine Tasse Kaffee. Trinkt ihr Kaffee in echt? Also ich bin da schon auf den Geschmack gekommen. Ich bin jetzt auch fast 20, also ich weiß nicht, die meisten von euch werden jünger sein, die werden wahrscheinlich nicht so gerne Kaffee trinken. Aber ich finde es ganz gut. Oh, bei diesem Aroma, bei dem Aroma dieses Kaffees hebt man förmlich ab. Okay, danke, Coffee, für den leckeren Kaffee. Gur, danke. Freundlich und lieb wie immer, unser guter Coffee. Und so, jetzt gehen wir wieder ins Rathaus und schauen nach Stadtverschönerung. Vielleicht rede ich auch noch mit Barry und dieser anderen Ziege da. Ich habe ihren Namen vergessen. Hey, warum redest du in letzter Zeit überhaupt nicht mehr mit mir? Wenn du mich weiter ignorierst, muss ich wohl irgendwie auf mich aufmerksam machen. So wie mit meinem berühmten Topfdeckelkonzert neulich. Hey, muss ich wirklich nochmal so ein Radau veranstalten, damit du mich bemerkst? Ich habe eigentlich dein Topfdeckelkonzert nicht bemerkt. Hey, ich wollte hier nicht gießen. Ich wollte mit dir reden. Wilma, genauso hieß ich. Ich grüße dich, Minimolli. Es ist doch schon Ewigkeiten her, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Nulli fühlt sich so einsam an, wenn du nicht da bist. Du solltest dich wirklich öfter melden. Okay, ja, ich weiß. Ich hab's auch vor. So, dann ab ins Rathaus. Okay, die Winterflagge passt da ja eigentlich. Traurig, dass ich die eigentlich den ganzen Sommer über nicht geändert habe, aber egal. Jetzt muss ich sie nicht ändern, weil jetzt passt es wieder. Die ist übrigens von Hanne gemacht worden, ne? So. Ich möchte mal nach Stadtverschönerung schauen. Ein neues Projekt. Okay, wo können wir denn die Polizeiwache? Hey. Machen wir mal die Polizeiwache. Das Ding ist, man kann sie ja nicht mehr verändern danach, wo sie hingeht. Ich nehme da aber, glaube ich, diese. Ich nehme diese Polizeiwache, weil in Rainbow habe ich die andere. Und los. Suchen wir einen Ort dafür. Ja, die Frage ist echt, wo wir sie jetzt hinmachen. Wo soll die Polizeizentrale hin? Wenn man sie direkt hier hinmacht, ich glaube, es ist zu nah. Man sie hier hinmacht, ist auch blöd. Hier sind auch schön Bäume gepflanzt. Hier kann ich sie auch nicht hinmachen. Vielleicht in den Bambuswald rein. Da wollten wir sowieso ein bisschen Ordnung schaffen. Vielleicht hier. Okay, bin mal gespannt, wie es aussieht. Ja, ist doch perfekt, der Ort. Versteckt im Bambuswald machen wir jetzt die Polizeizentrale hier hin. Gut. Dann spenden wir mal.
Aber nicht so viel, weil wir brauchen ja selbst noch etwas Geld. So, ja, okay, dann machen wir hier irgendwie, kümmern wir uns mal auch hier rum. Um diesen Wald hier. Und dann müssen wir uns noch kümmern, dass die Bewohner da oben ausziehen, weil sie mir da nicht so günstig hingezogen sind. Ich will nämlich gerne noch, dass hier ein Bewohner, irgendwie hier nicht, aber hier können noch Bewohner hinziehen. Ich glaube einer. Ja. Und da drüben können noch Bewohner hinziehen. Hier kann noch ein Bewohner hinziehen. Ja. Dann passt's eigentlich. Weil Barry. Ups, Barry kann nämlich da oben wohnen bleiben. Und hier unten wollte ich irgendwie. Oh nein. Warum liegt denn die Goldrose hier? Nein, falsche Blume aufgehoben. Das passiert mir aber auch immer ständig. Wieder falsch gepflanzt hier. So. Etwas ordentlich gemacht. Ach so, ja, ich wollte ja noch die Schlummerstadt aktualisieren. Das dürfen wir nicht vergessen. Passt ja auch hin zum Ende des Videos. Dann kann ich gerade da bleiben und den Weltenbummler aufnehmen. Habe ich das direkt gemacht. Und ja, wie man in den Weltenbummler kommt, erkläre ich eigentlich nochmal im Weltenbummler. Aber das steht auch immer dann in der Beschreibung. Aber das ist jetzt sowieso nicht das richtige Video hierfür, deswegen erkläre ich das im anderen Video. Okay, legen wir jetzt auf den Divan. Meine Designs für alle natürlich. So. Dann habt ihr nämlich auch meine aktuelle Schlummerstadt wieder. Das haben sich ja, wie gesagt, auch viele gewünscht. Im letzten Video hat es leider nicht geklappt, weil ich ja nicht das Update gemacht habe. Aber jetzt habe ich mich extra dran gesetzt und dran gedacht. So. Verbindung zum Internet wird hergestellt. Okay, cool. Also, ein schlimmer Start ist. Wow, 1400 Besucher. Fast 500. Das ist schon mal was. Ich glaube, in Rainbow hatte ich aber irgendwie über die 20.000 Besucher oder so. Das ist auch schon ziemlich krass. Aber dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Und ja, vielleicht passiert der Livestream ja schon, bevor dieser Part hier rauskommt überhaupt. Dann denken sich die Leute, die den Livestream gesehen haben und dann nach diesem Part hier, what? Aber egal. Tschüssi!